Müll. Müll. Noch mehr Müll. Ein Leben in Ordnung und Zufriedenheit. Ach nein, es ist Müll. So, das reicht. Ich muss hier endlich weg. Gut, dass ich dieses Mal den perfekten Plan habe. Nur noch die letzten Sachen packen und ich bin raus hier. Wo hab ich nur meine Liste hingetan? Mann, es wird wirklich Zeit, dass ich diesen Schrottplatz endlich verlasse. Und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Deponia The Complete Journey. Ich bin Luis und wir werden heute dieses tolle Point-and-Click-Adventure spielen. Und ja, fangen wir mal an und holen die Liste aus dem Koffer. Ah, da ist ja meine Liste. Mal gucken. Ich habe scheinbar fast alles, was ich brauche. Es fehlt nur noch etwas Proviant, die Zahnbürste, ein paar Socken und ein Seitenschneider. Ein Seitenschneider? Was zum... Naja, irgendetwas werde ich mir dabei schon gedacht haben. Genau, ich habe davor schon mal ein bisschen ins Spiel geguckt und weiß, wo die Sachen ungefähr sind. Und ja, sammeln wir erstmal ein paar Gegenstände. Das Ziel von Rufus ist, in die fliegende Stadt Elysium zu kommen, um dort ein besseres Leben anzufangen oder zu haben. Genau. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Und wie man hier sieht, alte Fluchtpläne. Rufus hatte schon vorher versucht abzuhauen, aber es ist ihm immer missglückt. Und er wohnt in diesem Haus mit Toni, seiner ehemaligen Freundin. Und gehen wir mal in ihr Zimmer. So, rein. Ja. Okay, sie will uns umbringen. Was ist das? Ein Fallbeil, damit ich nicht in ihr Zimmer gehe? Mann, die Frau ist gestört. Ich frage mich ernsthaft, warum ich jemals mit ihr zusammen war. Solltest du dich auch, Rufus. Und hier eine heftige Memo. Gucken wir uns die mal an. Wieder eine Memo von Toni. Mal sehen, was sie diesmal hat. Bleib gefälligst aus meinem Zimmer raus. Da hast du nichts mehr drin verloren. Was bildet Toni sich ein? Als hätte ich nichts anderes zu tun, als in ihren Sachen rumzuwühlen. So, gucken wir uns mal hier diese andere Memo an von Toni. Mach endlich das Bad sauber. Puh, das könnte ihr so passen. Und dann sammeln wir erstmal die Zahnbürste ein. Okay, unsere Zahnbürste lebt. Die Zahnbürste ist weggelaufen. Ich sollte mir wohl angewöhnen, sie irgendwo aufzubewahren, wo nicht so viele Mikroorganismen wachsen. Genau. Denn Rufus lebt in einer verdreckten Welt und überall Müll ist. So, gucken wir mal in den Spind. Hier ist der Seitenschneider, den brauchten wir. Und Waschmittel. Keine Ahnung, wofür wir das haben, aber gehen wir mal nach unten und gucken dort, was uns dort erwartet. So, hier sind noch ein paar Memos. Gucken wir uns erstmal die mistige Memo an. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Gut, dann sammeln wir mal den Topf und die Gabel ein und lesen hier die zickige Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt? Ich verstehe die Frage nicht. Mal gucken, ob wirklich Müll im Kühlschrank ist. Okay, ja. Eine Socke hat nichts im Kühlschrank zu suchen. Dann gucken wir mal den Mantel. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Cool. Rufus verteilt anscheinend seine Sachen über das ganze Haus. Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, dann nehmen wir mal den Topf und füllen ihn. Falls ihr euch das Spiel kaufen wollt, es kostet 19,90 € und wurde von Daddy Lag Entertainments entwickelt.
Es wurde am 17.01.2012 herausgebracht und ist für Computer und Mac erhältlich. Genau. Dann pömpeln wir mal die Kammer auf und gucken, was da so drin ist. So, ein Mauseloch. Okay, fassen wir mal rein. Okay, Rufus hat eine Mausefalle bei sich. Gut, und dann leeren wir mal Und das weg damit. Öl in der Spüle. Und nehmen jetzt die Wasabinüsse aus den Ritzen. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Und genau, das war's mit der ersten Folge. Let's Play Deponia The Complete Journey. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen hoch da. Und ja, bis dann. Ciao! Put on my red heels and in my head.